Dunkel, hell oder mit Körnern. Etwa 3200 Brotsorten gibt es in Deutschland. Das ist Weltrekord. Brot besteht vor allem aus Getreide und kommt am besten aus der Region. Klingt simpel, aber es steckt viel mehr dahinter. Brot, das ist Handwerkskunst. Und Wolfgang Schmidt ist ein Bäckermeister, der diese Kunst noch beherrscht. Gutes Brot ist kräftige Kruste und innen ein saftige Krume. Dieser Film erzählt von Krusten und Krumen. Geschichten rund ums tägliche Brot. Nachts um eins. Die Arbeit von Wolfgang Schmidt beginnt. Er ist Bäckermeister in Dreisen am Donnersberg. Schon als Kind stand er in der Backstube. Sie ist bereits seit 300 Jahren in Familienbesitz. Trotzdem, er wurde nicht in den Beruf gedrängt, sondern hat ihn aus Überzeugung gelernt. Brot ist für mich nicht nur ein Sattmacher, sondern ist ein Genussmittel. Es ist unsere Leidenschaft und dafür leben wir. Nicht ein Brot ist wie das andere. Jedes Brot hat sein eigenes Aussehen oder ist immer ein bisschen anders wie das Nachbarbrot. Es ist eben kein Brot von der Stange, gemacht aus industriell gefertigten Rohlingen, die nur aufgebacken werden. Nein, Wolfgang Schmidts Brot ist definitiv Handarbeit. Er formt jedes einzelne Brot selbst. Ja, man braucht halt das Gefühl für den Teig. Wenn das jemand selbst probieren will oder ist der erste Tag da, der hat dann noch eine Viertelstunde die Hände vollgeklebt und kann die Finger nicht mehr bewegen. Man muss mit dem Teig umgehen lernen. Das Handgefühl gehört halt immer noch dazu. Wir sind halt Handwerk und keine Industrie. Jeden Tag gibt es bei ihm 10 bis 12 unterschiedliche Brotsorten. Zeit zum Inhalten bleibt nicht. Alles geht wie am Schnürchen. Trotzdem bekommt jedes Brot sein eigenes Aussehen. Mehl macht die Kruste aromatischer. Und die Kruste ist besonders wichtig, denn in ihr sitzen die meisten Aromen. Wenn andere morgens um 6 Uhr aufstehen, hat er bereits 800 Brote gebacken. Man hat sicher 8 Tage, die man nicht unbedingt gern morgens früh aufsteht, aber das gehört halt dazu. Das ist wie in jedem anderen Job auch. Ob ich jetzt um 8 Uhr aufstehe und habe keine Lust oder ich stehe um 11 Uhr auf und habe keine Lust, das ist, geht jedem sicher so. Es ist halt auch was herzustellen, das am Ende vom Tag halt uns gefällt und halt auch noch Geschmack und Genuss für die Leute bringt. Beim Backen entsteht der meiste Geschmack im Brot, die sogenannten Röstaromen. Mit der Klopfprobe hört Wolfgang Schmidt, ob sein Brot fertig ist. Klingt es hohl genug, kann es raus. Die Kruste ist nicht nur für den Geschmack wichtig, sondern auch für die Haltbarkeit. Brot mit dicker Kruste bleibt länger frisch. Bis frühmorgens wird bei den Schmidts gerödelt. Die Bäckerei beliefert 2 eigene Filialen und noch 30 weitere Stellen, wie Schulen und Altenheime. Bis um 7 Uhr ist Druck, da muss alles fertig sein, muss alles in die Autos, muss zu der Filiale und in die Geschäfte gebracht werden. Da ist eigentlich der Druck. Der Spaß geht dann erst nach 7 Uhr los, wo dann die Arbeit etwas lockerer ist und wo dann vorgearbeitet wird für den nächsten Tag. Immer wieder denkt sich Wolfgang Schmidt neue Rezepte aus.
Doch viele Klassiker stammen noch von den Generationen vor ihm. Mehl, Wasser, Salz sowie Sauerteig oder Hefe. Für ein gutes Brot braucht es nicht viel. Auch wenn bei ihm alles sehr schnell geht, lässt er seinem Brot sehr viel Zeit. Vom Ansetzen seines Sauerteigs bis die Laibe in den Ofen kommen, dauert es rund 20 Stunden. Die Zeit spielt eine große Rolle. Jetzt gerade in der traditionellen Bäckerei. Ich kann nur Geschmack in den Teig erzielen, ohne irgendwelche Zusatzstoffe reinzumachen, indem ich dem Teig Zeit gebe. Zeit zum Reifen, Zeit zum Geschmacksstoffe bilden. Das Geheimnis seines guten Brotes, sowas wie der Familienschatz, das ist der selbstgemachte Natursauerteig. Dafür muss der Bäcker einen Arbeitsschritt mehr machen. Jeden Tag nimmt er einen kleinen Teil des alten Sauerteigs und setzt den nächsten an. Sein Ursauerteig ist schon Jahrzehnte alt. Er wird eigentlich täglich weitergeführt. Ein Grundsatz ist garantiert schon über Jahre weitergeführt. Es kann sein, dass es vom Opa noch ist. Eigentlich eine schöne Vorstellung, dass der Opa auch noch in seinem Brot steckt. Eine Tradition im Geschmack, die Wolfgang Schmidt niemals aufgeben würde. Am Anfang des Schmidtbrotes stehen Rohstoffe aus der Region. Die Gegend rund um den Donnersberg ist schon immer vom Ackerbau geprägt. Es ist eine der fruchtbarsten Getreideanbaugebiete des Südwestens. Gerold Füge aus Bischheim ist im Dauereinsatz. Wegen des schönen Wetters fährt er seine Ernte in diesem Jahr bereits im Juli ein. Der Landwirt steht mächtig unter Dampf. Aber das juckt ihn nicht in seiner klimatisierten Kabine. Mittlerweile ist der Mähdrescher der bevorzugte Arbeitsplatz während in der Getreideernte. Das war nicht immer so. Mein Vater und mein Großvater, die saßen hier noch ohne Glasscheibe im Staub auf kleinen Mähdreschern und waren dem Staub und der Hitze vollkommen ausgesetzt. Mittlerweile ist es ein angenehmer Arbeitsplatz. Wir sind hier satellitengesteuert, die Bahn wird exakt gehalten und halt alle technischen Einstellungsmöglichkeiten sind hier in dem Kommandoarm möglich. Gerold Füge erntet hochwertigen Weizen, sogenannten A-Weizen. Es ist der Stoff, aus dem der Bäcker gutes Brot backt. Also wenn man dann einen regionalen Bäcker, einen handwerklichen Bäcker dann einkauft, dann denkt man ab und zu auch schon mal dran, da ist vielleicht auch dein eigenes Getreide drin. Macht auch gewissermaßen stolz. Ob man die Region jetzt direkt schmecken kann, das mag vielleicht beim Wein gehen, beim Brot, na ja, aber es ist ja wichtig für die Regionalität und die Regionalität ist Grundlage für die Zusammenarbeit von einem handwerklichen Bäcker über den Müller zum Landwirt. Der Bäcker weiß, woher sein Mehl stammt, aus welcher Mühle die stammt. Der Müller, der kennt seine Lieferanten. Da ist eine gewisse Zusammenarbeit und Vertrauensgrundlage da. Auch das ist Regionalität. Das Getreide von Gerold Füge landet dann in Bischheim, ein paar Kilometer weiter. Die Kupfermühle gibt es dort schon seit 150 Jahren. Allerdings nicht ganz im Originalzustand. Sie ist heute die größte Mühle in der Region. Wenn die Ernte auf Hochtouren läuft, wenn schönes Wetter und reife Ernte zusammenkommen, dann wird hier rund um die Uhr angenommen und dementsprechend ist auch die Hektik. Das Getreide ist noch im Anhänger. Da nimmt die Mühle bereits eine Probe. Das
Das Annahmelabor ist die erste Hürde, die das Getreide nehmen muss. Der Lebensmitteltechniker der Mühle schaut sich das Korn genau an. Die Qualität des Weizens ist ausschlaggebend für die Bezahlung von Gerold Füge. Ja, es gibt etwa 5-6 Qualitätsparameter, die bezahlungsrelevant sind. Und die müssen in etwa alle stimmen, sonst sind die Abzüge groß. Oder im schlimmsten Fall nimmt die Mühle die Ware nicht an. Gewisse Nervenkitzel ist dann da auch dabei. Bei Gerold Füge stimmt alles. Er darf abladen. Martin Bindewald ist der Kopf der Kupfermühle. Das ist ein Familienunternehmen in der 5. Generation. Doch der klassische Müller ist er nicht mehr. Also ich bin Maschinenbauingenieur, bin aber in der Mühle groß geworden. Wir haben früher direkt neben dem Walzenboden gewohnt. Und von daher hat man das mit der Muttermilch aufgesaugt. War auch als Kind immer Ferienjob hier tätig und bin dann 2008 hier in das Unternehmen eingestiegen. Eine klappernde Mühle am rauschenden Bach ist das nicht mehr. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Es ist eine international agierende Firma. Früher gab es in Deutschland sehr viele kleine Mühlen, landwirtschaftliche Mühlen. Und durch die Veränderung über die Jahre, Kundenstrukturen, gab es einen Konzentrationsprozess, auch Mühlensterben, sodass die einzelnen Mühlen immer größer geworden sind. Und die kleineren Mühlen, man findet die an jedem Bach, stillgelegt wurden, die landwirtschaftlichen Mühlen. Hier verarbeiten wir am Tag 20 große Lastkraftwagen. Das machen wir 7 Tage die Woche, nonstop. Wir stellen aber immer mal wieder ab, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Nachts in Dreisen. Der Holzofen hat nach rund 3 Stunden die richtige Temperatur erreicht. Bäcker Wolfgang Schmidt kann das Brot einschießen, wie er sagt. Der Holzofen, das war so ein Herzenswunsch von mir, dass man Holzofenbrot backen können, dass ich das, die alte Backtradition halt weiterführen kann. Das ist schon ein bisschen Umstellung mit dem Holzofen. Der Teig muss gucken, dass man den, wenn der Ofen heiß ist, dass der Teig reif ist. Da hat man keinen Spielraum mehr. Und die Temperatur haben wir uns jetzt so eingestellt, dass wir wissen, wenn er heiß ist. Und das funktioniert aber erst noch ein paar Wochen, dass man das richtig im Gefühl hat. Der Aufwand lohnt sich, denn der Ofen unterscheidet sich deutlich von einem konventionellen Ofen. Und dann habe ich eine andere Backatmosphäre, habe Ruhe in die Backatmosphäre. Das Brot kommt rein auf die heiße Steinplatte. Und das ganze Gewölbe ist aufgeheizt und gibt dann die Hitze an das Brot ab. Ich bekomme festere, trockenere Kruste und das Brot innen drin bleibt saftiger. Morgens um 6 macht der Laden auf. Dann kommt das lauwarme Brot aus der Backstube in die Regale. Auf dem kurzen Dienstweg sozusagen. Doch nicht überall, wo Bäckerei draufsteht, wird auch heutzutage tatsächlich Brot gebacken. Was immer mehr Handwerkskollegen aufgeben, das lässt auch die Schmitz nicht kalt. Erst war das Brot nur noch ein Sattmacher oder es musste billig sein und es ist überhaupt nicht auf den Geschmack drauf angekommen. In den letzten 3-4 Jahren achten die Leute doch wieder mehr auf Qualität. Der Bäcker kriegt wieder ein besseres Angesicht und die Leute, die auf Qualität achten, gehen in die Bäckerei zum Einkaufen und nehmen nicht dort mit, wo sie gerade sind. Die kaufen sie im Supermarkt. Ja.
der Trend, dass das wieder hin zu mehr Handwerksbrot oder Handwerksbackware kommt, das ist halt für die noch überbleibende Bäcker gut. Für die, die es jetzt nicht mehr gibt, die haben die Zeit nicht überlebt. Seine Frau Karin ist für den Verkauf zuständig. Aber wenn Not am Mann ist, hilft der Bäckermeister auch selbst mit. Die Landbäckerei ist ganz nebenbei noch so eine Art Tante-Emma-Laden. Das war schon immer so. Und da ändert auch Wolfgang Schmidt nichts dran. Selbst seine Eltern sind noch immer mit dabei. In Dreisen haben wir halt nur knapp 1000 Einwohner. Und da sind die Leute halt auch nicht gewohnt, jetzt irgendwie was sehr Ausgefallenes. Oder das wird jetzt nicht zu unserem Stil oder zu unserem Tradition halt passen. Und wir versuchen immer wieder etwas moderner zu werden, immer wieder was Neues zu machen. Aber jetzt so richtig stylisch oder was wollen wir das doch nicht halten. Wir sind dann eher mehr auf die Tradition. In der Backstube packt Wolfgang Schmidt Brote ein. Brote, die er zu einer freiwilligen Prüfung der Bäckereiinnung mitnehmen will. Entweder man kann mitwerben oder man erkennt die Fehler, die man so aus Betriebsblindheit nicht selbst erkennt. 5 Brotsorten nimmt er mit zum Test. Eine neue Brotsorte und Klassiker, die sich bewährt haben. Dennoch, aufgeregt ist er jedes Mal. Erhoffen tut man sich immer, dass man mit Gold prämiert wird. Aber es gibt immer Fehler, die sich einschleichen können. Oder auch Sachen, dass der Boden nicht richtig gebacken ist. Oder irgendwas, die dann halt der Prüfer erkennt und da halt Punkte abzieht. Und wenn man Fehlerpunkt hat, bekommt man schon keine Goldprämierung mehr. Die Brotprüfung findet heute in einer Sparkasse statt. Die Bäckerinnung nutzt die Gelegenheit, um in der Öffentlichkeit Werbung für gutes Brot zu machen. Hallo. Hallo, grüß Sie. Hallo. Morgen. Morgen. Das Brot, das die Bäcker zur Prüfung bringen, muss schon einen Tag alt sein, da frisches Brot immer gut schmeckt. Getestet wird es von Karl-Ernst Schmalz, seit 23 Jahren Brotprüfer. Brotprüfer mit ein bisschen Glück natürlich, weil es nur 3 Stück in ganz Deutschland gibt, die das hauptberuflich machen. Und wir sind natürlich dann auch tagtäglich in einer anderen Innung und letztendlich von der holländischen bis zur Schweizer Grenze unterwegs. Und Voraussetzung ist einfach der Bäckermeister, den man machen muss, ganz klar. Man muss sich mit der Materie auskennen und letztendlich dann auch sagen zu können, wenn ich einen Fehler erkannt habe, wie der Bäcker diesen Fehler minimieren oder ganz ausschalten kann. Darum ist der Bäckermeister Grundvoraussetzung neben sensorische Schulung, die wir dann auch noch mitmachen. Damit der Brotprüfer eine Vorstellung davon hat, was er prüfen soll, geben die Bäcker auf einer Karte an, welche Brote sie mitgebracht haben und was drin ist. Sonst sollte das Brot also schön ansprechend aussehen. Dann die Kruste ist für uns sehr wichtig, weil es mindestens 80% der Aromen auch ausmacht, vom Geschmack hinein. Ist also sehr wichtig, dass die Kruste gleichmäßig die Krume umschließt. Und Krume ist das Innere, was dann eben gleichmäßig gelockert sein sollte. Soll schön saftig sein, nicht trocken. Das geht hin bis zum Geruch und Geschmack. Pane gusto. Ein bisschen Olivenöl mit drin. Und diese sehr softe, sehr schöne Krumenstruktur, die ist also sehr angenehm auch im Kaufverhalten und der Geschmack überzeugt dann auch noch. Ne? Sieht rustikal aus. Tolle Saftigkeit so drin. Ne? Ja. Jedes Mal warten die Bäcker gespannt darauf, wie ihr Brot bei dem Prüfer ankommt. Auch Wolfgang Schmidt wird langsam nervös. Holzofenbrot ist natürlich sehr schön rustikal insgesamt. Ne? Ist so ein, ja, gehen Richtung Bauernlandbrot ja auch, was auch etwas kräftiger gebacken wird, was rustikaler ist.
Da können auch ruhig schon mal auch vom Porenbild der etwas größere Abweichung sein, weil es eigentlich locker aufgearbeitet wird. Das ist also für dieses Brot typisch. Beim normalen Roggenmischbrot würde man so Hohlräume dann auch abziehen, wenn sie größer sind. Und dementsprechend ist das vom Bild her recht ansprechend. Auf die Kruste richtig schön. Beim Holzofen passiert schon mal schnell, dass dann zu dunkel wird. Das hat er auch hier wunderbar hinbekommen. Also von daher ist die Krustenentwicklung sehr schön, das Porenbild ist sehr gut. Also wenn der Geschmack jetzt noch stimmt, dann haben wir ein tolles Brot hier, ja. Das Holzofenbrot hat Karl-Ernst Schmalz auf voller Linie überzeugt. Aber auch die anderen Brote hat er prämiert. So, Herr Schmidt. Einmal Urkunde, zweimal gut, dreimal sehr gut. Beim Guten kleine Kleinigkeiten dabei gewesen, wo die Brote auf so ein bisschen dunkles Mehl oder verbranntes Mehl geschoben worden sind. Vom Teig und vom Geschmack her waren die alle hervorragend und dementsprechend tolles Ergebnis. Gut. Glückwunsch. Dankeschön. Gerne. Zurück in die Kupfermühle. 20 Maschinen, sogenannte Walzenstühle, mahlen die Getreidekörner zu Mehl. Im Plansichterboden wird das gemahlene Getreide nach Größe sortiert und danach wieder gemahlen. Dieser Vorgang wird wiederholt und dabei entsteht immer feineres Mehl. Das Prinzip hat sich seit 100 Jahren nicht verändert. Nur die Maschinen sind seitdem moderner geworden. Ich sehe das immer von der Wolfgang Schmidt ist in die Probebackstube der Mühle gekommen. Er bespricht mit dem Chef der Mühle die neue Getreideernte. Denn jede neue Ernte bringt auch ein anderes Mehl. Da kann sich zum Beispiel die Backzeit verändern. Und dann haben wir viele kleine Standorte. Da ist uns halt jetzt aufgefallen, dass wir von der Bräunung und vom Ausbacken her ein bisschen Probleme haben. Ja, ja. Jetzt wollte ich mich halt mal befragen, wie die Situation sich darstellt oder ist, ob sich da noch was ändert im Mehljahr. Oder der Austausch mit der Mühle ist immer das nur in der Übergangszeit für uns wichtig, dass wir die Mehlqualität kennenlernen. Was kommt auf uns zu? Wie können wir es verarbeiten oder was muss man anders machen, damit die Qualität im Endprodukt halt wieder die gleiche ist oder besser wird, wie das, was man vorher hat. Nebenan gleicht die Mühle eher einem Chemielabor. Sowas erwartet man eigentlich nicht, wenn man an Mehl denkt. Doch die Mühle braucht diese Technik, um eine möglichst konstante Mehlqualität für ihre Kunden zu erreichen. Es gibt Sorten, die haben eher eine Eigenschaft, um Kekse zu machen. Es gibt Sorten, die haben eher eine Eigenschaft, um füllige, voluminöse Brote zu machen. So wird der Weizen dann auch in die Silos eingelagert. Und je nachdem, was für ein Mehl man machen will, mischt man dann anteilig die verschiedenen Weizensorten zusammen und vermahlt sie. Und das ist der Haupteinfluss, sodass man über die verschiedenen Weizensorten dann steuern kann, was für eine Qualität man haben will als Mehl. Es sieht aus wie eine Wissenschaft für sich. Dann, wenn zum Beispiel die Dehnbarkeit des Teigs geprüft wird. Kekse, Bannbrötchen, Pizzateige, Brote, Brötchen, das ist, braucht alles eine gewisse Eigenschaft in der Dehnbarkeit. Ist es hart wie Gummi oder ist es elastisch wie ein Brei? Ein weiterer wichtiger Test im Labor ist das Verbrennen von Mehl, um den Mineralgehalt zu messen. Am Ende bleiben nur die Mineralstoffe übrig. Der Mineralstoffgehalt im Mehl ist durch die Typenzahl auf der Tüte angegeben. Je niedriger die Typenzahl, desto heller das Mehl. Die Mühle hat eine eigene Abpackanlage. Hier wird das Mehl eingetütet. Von großen Säcken bis hin zu kleinen 1-Kilo-Paketen. Die 25-Kilo-Säcke sind für Großkunden und die Bäcker im Umkreis, so wie Wolfgang Schmidt. Das macht einen stolz, dass man im Prinzip den Rohstoff hier, den Weizen, mit den Landwirten aus der Region
anbaut in Vorkontrakten und dann das Ganze weiterverarbeitet und im Prinzip die Region hier mit dem Grundnahrungsmittel Mehl für Brot und Brötchen beliefert. Zurück in Dreisen. Heute arbeitet Wolfgang Schmidt auch noch am Abend. Er hat Stefan Keller eingeladen, den einzigen Brotsommelier in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam wollen sie ihren Gästen Geruch und Geschmack von gutem Brot näher bringen. Als erstes fangen sie in der Backstube an. Wolfgang Schmidt macht ein einfaches italienisches Weizenbrot mit Olivenöl. Später soll es mit Stefan Keller verkostet werden. Der Beruf Sommelier ist eigentlich aus der Weinwelt bekannt. Für Brot gibt es ihn erst seit 3 Jahren. Wenn er ihn jetzt hier rauszieht oder so, wenn da einer hinten dran steht, dann kriegt er ja voll über. Der Hintergedanke ist der, dass ein Brotsommelier soll ein Botschafter für gutes Brot sein und gleichzeitig ein Brotexperte. Das heißt, gerade in der heutigen Zeit, wo der Markt bunt ist, man überall Backwaren bekommt, gutes Brot, schlechtes Brot bekommt, dass man da einfach differenzieren kann, was ist denn ein gutes Brot und dies auch erklären kann und darüber reden kann, dies gemeinsam erleben kann, wie wir das heute Abend hier auch vorhaben. Brotsommelier ist eine 9-monatige Ausbildung mit über 500 Pflichtstunden. In Brothistorik oder Sensorik. Auch eine Wissenschaft für sich. Die Hitze, die Steine haben, kann er doch jetzt entkälten. Man kann so viel entdecken bei Brot. Du kannst ein dunkles Brot haben, da sind intensive Röstnoten drin. Innen drin haben wir, wenn wir Roggen haben, haben wir Sauerteignoten in feinster Balance. Gehst du in den hellen Bereich hinein, dann hast du eher, sagen wir mal, Karamellnoten, feine Röstnoten, milde Röstnoten, innen drin fruchtige Hefenoten. Also die Bandbreite der Brotvielfalt ist so groß, dass ich finde es total faszinierend. Ein Brot mit allen Sinnen zu erfassen, ist nicht so einfach. Zunächst schauen sich die Teilnehmer Form und Ästhetik des Leibs an, sowie die Farbe und Beschaffenheit der Kruste. Danach sollen sie die Aromen des Pane Gusto erschnuppern. Also es sind ganz milde Röstnoten, die fast schon so ein bisschen in Karamell gehen. Dadurch, dass er so ein bisschen faserig ist und das auch durch diese ganz lange Zeit und auf Basis Weizen, hat es so ein fleischiges, fast ein fleischiges Mundgefühl auch, gell? 9 Sinneseindrücke. Brot mal nicht nur als Grundnahrungsmittel sehen, sondern als Genuss, so wie Wein. Für viele eine ganz neue Erfahrung. Die Optik, der Geruch, die unterschiedlichen Nuancen, das ist fantastisch. Das nehme ich mit. Hier beim Brot habe ich mal unten die Kruste gerochen, dann zwischendrin ein bisschen dunklere Kruste, ein bisschen hellere Kruste. Das ist total spannend, da einfach nochmal Unterschiede zu sehen und auch mal in der Mitte vom Brot, also in das Weiche rein zu riechen und das zu fühlen. Also das Fühlen gibt es ja beim Wein gar nicht. Es ist super spannend. Brotsommelier Stefan Keller sieht seinen Job auch darin, aufzuklären. Über das tägliche Brot und wie wichtig das Bäckerhandwerk ist. Man läuft über den Bürgersteig und ja, isst ganz schnell seine Stulle oder irgendwas, was man in der Hand haben kann. Ich erinnere mich an meine Kindheit, da war das noch verboten. Da hat man daheim gesessen und hat etwas gegessen und war dann ja, konzentriert auf das Essen. Und ich glaube, alles hat seine Berechtigung, auch dieses Außerhaus. Aber sich auch wieder mal besinnen und das auch bei gutem Brot. Was habe ich denn hier für ein Essen? Ist doch eigentlich ein schönes Ziel. In wenigen Stunden steht Bäckermeister Wolfgang Schmidt schon wieder in der Backstube und macht seine Arbeit, für die er sich nichts mehr wünscht als... Dass die Backwaren und das Brot halt nicht als Massenware gesehen wird, sondern dass es Genussmittel ist, was mit anderen Sachen, mit hochwertigen Produkten auch mithalten kann. Und, nicht etwas ist, was für 0815 irgendwo im Supermarkt verramscht wird, sondern dass es Geschmack ist und dass es Natur, gebackene Natur ist, die man da zu sich nimmt.